Willkommen beim Linux-Tutorial zur Nutzung der Private Cloud, in welchem wir die ersten Schritte des Setups und die Einstellungen beleuchten. Wir haben eine Private Cloud erworben und erhalten nun eine E-Mail, die wichtige Informationen für den ersten Login enthält. Diese sind die Domain der Private Cloud, der Login-Name des Root-Nutzers und das dazugehörige Passwort. Wenn wir über den Link zur Private Cloud wechseln, werden wir zum Login aufgefordert. Hier geben wir die in der Mail angegebenen Daten ein und bestätigen. Sobald der Login erfolgt ist, finden wir uns im bisher einzigen und noch leeren Arbeitsbereich wieder, der automatisch für uns erstellt wurde. Hier können wir neue Datenbanken erstellen. Genauso wie Archive importieren oder Backups managen. Aktuell haben wir noch keine Backups in diesem Arbeitsbereich. Wenn wir weitere Arbeitsbereiche erstellen, die Nutzer der Cloud verwalten oder die anderen Features nutzen wollen, die exklusiv im Enterprise-Modell verfügbar sind, können wir dies über die Linux-Einstellungen tun. Hier können all die Einstellungen getroffen werden, die unsere Private Cloud direkt betreffen. Im Register Arbeitsbereiche können wir eben diese neu anlegen, verwalten oder auch löschen. Zur Neuanlage klicken wir auf Neu, vergeben einen Namen und bei Bedarf einen abweichenden Besitzer. Mit Erstellen wird der Prozess abgeschlossen. Wenn wir uns nun zurück in die Arbeitsoberfläche begeben, können wir jetzt den gerade erstellten Bereich aufrufen. Zurück in den Einstellungen haben wir die Möglichkeit, Name und Besitzer des Arbeitsbereichs auch nachträglich zu ändern und den Nutzern Rollen zuzuweisen. Letzteres ist aber auch direkt im Arbeitsbereich möglich, sofern wir bereits andere Nutzer eingeladen haben. Genauso können wir auch Nutzer einladen über diese Ansicht und entsprechende Rollen verteilen oder sogar neu erstellen. Das Register Nutzer enthält alle aktuell in der Private Cloud befindlichen Accounts. Ein Klick auf den Listeneintrag erlaubt die Anpassung der Account-Details. Die Schieberegler am unteren Ende bestimmen, ob der Nutzer als aktiv in die Lizenznutzung eingerechnet wird, ob die Adresse des Nutzers verifiziert ist und ob der Nutzer Zugriff auf die Einstellung der Private Cloud hat. Da es sich hierbei um den automatisch erstellten Erstnutzer handelt, empfiehlt es sich, die Account-Informationen anzupassen. Sobald wir über Speichern diese Änderung bestätigen, können wir uns in Zukunft mit den neu vergebenen Daten anmelden. Wir können außerdem neue Accounts über Neu hinzufügen.
und ein temporäres Passwort vergeben, welches der jeweilige Nutzer im Nachhinein ändern kann und auch sollte. Der Nutzer kann dann über die zuvor gezeigte Übersicht Arbeitsbereichen zugewiesen oder auch wieder aus diesen entfernt werden. Unter Sicherheit und Datenschutz kann das Passwort des aktuellen Nutzers direkt geändert werden. Hierzu wird das aktuelle Passwort eingegeben und das neue Passwort einmal und ein zweites Mal hinterlegt. In den Integrationen können wir API-Schlüssel erstellen, ihnen Zugriffsrechte in Form von Rollen zuweisen, sie in die Zwischenablage kopieren oder auch wieder löschen. Darüber hinaus können wir Ninox per API mit anderen Apps verknüpfen. Einige vorkonfigurierte Verbindungen mit Zapier existieren bereits. Auch die Einrichtung der Mailhooks, welche eingehende E-Mails in eine dafür erstellten Datenbank ablegen, ist hierin möglich. Hierzu wird der Arbeitsbereich gewählt, Namen für Posteingang und Nutzer vergeben und der Generieren-Knopf betätigt. Von nun an wird für jede E-Mail, welche an die hiermit erzeugte Adresse gerichtet ist, auch als CC oder BCC, ein Datensatz in der entsprechenden Datenbank angelegt. Informationen über existierende Mailhooks befinden sich unten in der Übersicht. Es ist möglich, sie zu löschen oder auch noch weitere zu erzeugen. Die Abonnements geben uns einen Überblick, wie viele Lizenzen unser Plan enthält und wie viele aktuell genutzt werden. Weiterhin der Gültigkeitszeitraum und welche zusätzlichen Features darin enthalten sind. Letztere können auf Anfrage durch uns freigeschaltet werden. Hierzu kann man unser Success-Team direkt per success@ninox.com oder über das Formular am unteren Ende dieser Übersicht kontaktieren. Hier finden wir außerdem die Verbrauchsübersicht, in welcher wir einsehen können, wie viel Speicher unsere Arbeitsbereiche aktuell verbrauchen, sowohl die Datenbanken als auch deren Backups. Ein Klick auf einen Arbeitsbereich bietet Fokus auf dessen Inhalt. Die im aktuellen Monat getätigten API-Aufrufe an die Webhooks der Private Cloud, die versendeten E-Mails und die mit Carbone.io erzeugten PDFs sind hier auch ersichtlich. Es werden hier allerdings nur die Arbeitsbereiche gelistet, deren Besitzer man ist. Die Konfiguration ist ein umfassender Bereich, in welcher viele grundlegende Einstellungen für die Interaktion der Nutzer mit der Private Cloud festgelegt werden. Die Authentifizierung behandelt die Login-Methode und die damit verknüpften Sicherheitsvorkehrungen. Aktuell ist die Methode die in Linux standardmäßig integrierte BASIC und behandelt die Richtlinien zu Passworterstellung, Accountaktivität und Sitzungslänge, falls gewünscht. Alternativen zum Linux-Standard lassen sich zusätzlich integrieren und benötigen jeweils eine gesonderte Konfiguration. Informationen hierzu sind auch in unserer Dokumentation verfügbar. Der SMTP-Server einer Organisation kann mit einer Private Cloud verbunden werden, indem die standardmäßige SendGrid-Konfiguration mit den benötigten Daten der jeweiligen SMTP-Authentifizierung ersetzt werden. Diese Einstellung bestimmt, von welcher Adresse aus die Send-E-Mail-Funktion und Einladungen in Arbeitsbereiche versandt werden. Weiterhin ermöglicht Ninox die Anbindung an SQL-Server. Über einen Klick auf Neu kann eine Verknüpfung erstellt und mit den nötigen Informationen gefüllt werden.
Die anderen Optionen enthalten eine Whitelist für IPs, welche kommasepariert eingegeben werden und bestimmen, welche Geräte sich mit der Cloud verbinden dürfen. Hier kann auch die Erstellung automatischer Backups ein- und ausgeschaltet werden. Der Standard ist eingeschaltet. Außerdem bestimmt werden, dass nur Admins die anderen Nutzer der Arbeitsbereiche Übersicht sehen können. Per Synclog die passive Synchronisierung nativer Apps mit dem Server aktiviert werden und ein alternatives Druckmodell eingestellt werden, mit dem eventuell auftretende Darstellungsfehler bei der PDF-Erstellung vermieden werden. Ein weiteres optionales Feature ist die Personalisierung. Durch diese werden die Mails, die beim Zurücksetzen von Passwörtern und beim Einladen und Verifizieren neuer Mitglieder versendet werden, nicht nach Ninox Standard, sondern anhand der hier eingegebenen Vorlagen erzeugt. Ein Reset auf den Standard ist natürlich auch möglich. In der Wartungsübersicht lässt sich die Private Cloud sowohl neu starten, zum Beispiel wenn ein Skript sich aufgehangen hat, oder der Wartungsmodus aktivieren, wodurch andere Nutzer nicht mehr auf die Private Cloud zugreifen können, was ungestörte Arbeit an der Infrastruktur zulässt. Mitarbeiter sehen die hier angezeigte Meldung und können bei Bedarf eine Nachricht über die entsprechende Schaltfläche versenden. Die Empfängermail wird im Wartungsmenü hinterlegt. Sind die Wartungsarbeiten, zum Beispiel eine Datenmigration oder die Anpassung einer API-Anbindung, abgeschlossen, wird der Wartungsmodus wieder deaktiviert. Seit Version 3.9 ist es Administratoren von Private Clouds möglich, die Serverversion selbst zu bestimmen. Mit jedem neuen Release wird die neueste Version hier abrufbereit. Ein Klick auf die entsprechende Versionsnummer und eine Bestätigung im Dialog-Pop-up starten den Update-Prozess. Der Prozessmonitor ist ein optionales Feature, welches einen detaillierten Überblick über die Prozessauslastung innerhalb der Private Cloud ermöglicht. Da in unserer Private Cloud noch nicht gearbeitet wird, schauen wir uns stattdessen die Prozesse einer anderen aktiven Cloud an. Übergeordnet sind hier die Arbeitsbereiche mit ihrer Gesamtauslastung. Ein Klick auf einen Eintrag zeigt eine Liste aller individuellen Prozesse im Arbeitsbereich. Wählt man einen Prozess aus, können in den Aktivitätsprotokollen dessen einzelne Komponenten ausgelesen werden. Muss der Arbeitsbereich neu gestartet werden, ist das über die Schaltfläche unten rechts möglich. Hierdurch werden alle laufenden Prozesse darin beendet. Danke, dass Sie sich dieses Onboarding-Video zur Private Cloud angesehen haben. Sofern weitere Fragen bestehen, sind wir gerne per support@ninox.com für Sie da. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei der Nutzung von Ninox. Ninox.